Hallo und einen ganz schönen guten Tag wünsche ich euch zu dieser neuesten Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier mit der neuesten Errungenschaft, wie immer seid ihr es doch gewohnt, bei mir die neuesten Premium-Panzer zu sehen. So dementsprechend auch jetzt den AMX CDC Chasseur de Char, würde ich jetzt mal in meinem schlechten Französisch sagen. Tier 8 Premium-Panzer, in dem Fall ein mittlerer der Franzosen. Die Crew habe ich hier aus dem Winter-Event von der Foch umgelernt, also von dem her deswegen diese Werte da nicht wundern. Ich habe ihn auch schon ausgerüstet und ich habe ihn auch schon mit Tarnung versehen. Dementsprechend sollte er doch einigermaßen spielbar sein und wir springen einfach mal ins Gefecht und gucken, was so los ist. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnt, es kommen immer wieder mal die Frage auf, wo schicke ich dir ein Replay und wo bekomme ich deinen Modpack her? Das seht ihr alles unten in der Videobeschreibung. Also wenn diese Fragen aufkommen, wenn euch diese Fragen gerade just im Augenblick irgendwo beschäftigen, schaut unten einfach mal rein, da seht ihr es. So, wir haben hier wirklich Glück mit Matchmaking. Top-Tier zu sein ist super, gerade mit dem Panzer und da hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, aber mit einem normalen Matchmaking, das heißt, der kommt auch in 10er-Gefechte. Deswegen umso schöner, Flugplatz im Standardgefecht und dann auch noch als Top-Tier. Leider ist XVM nicht aktiv, weil die Server gerade am Updaten sind. Aber das soll ja uns keinen Abbruch tun. So, gerade noch etwas Probleme mit dem Ping. Liegt an einem Download, ist mir gerade aufgefallen, aber auch das ist nun kein Problem mehr. So, wir schauen, also man sieht, er hat einen fantastischen Richtbereich, der wirklich sensationell ist für einen Medium-Panzer. Das ist das, was ich bei vielen Panzern in der Vergangenheit wirklich negativ gesehen habe. Also er ist aus Pappe, das heißt, er ist wirklich kein Panzer, mit dem er großartig... Oh. So. Er hat einen schnellen Reload. Gute Einzielzeit. Also der Panzer ist wirklich im Verhältnis ordentlich. Muss man ganz klar so sehen und sagen. So, griechischer Treffer. Und da ist er weg. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Ode Mortis für ihre Arbeit mit dem Modpack. Das geht immer fantastisch schnell. Das ist immer ein Traum und macht auch Spaß. Durchschlag ist mit dem Panzer 212 und 260. Das heißt nicht übertrieben hart. Also der Panzer ist sensationell stark. So, da drüben kommen schon die Zus. Sozusagen. Und noch ein Jagdpanther. Ah, leider schneller gewesen von der IS-3. Die Optik vom Panzer, die ist Geschmackssache. Da will ich mir jetzt kein großes Urteil erlauben. Das kann jeder für sich entscheiden. Ich finde ihn mal spannend, weil es mal was anderes ist. So, da kann man jetzt auch den ganz gut unterstützen hier mit dem Richtbereich der Kanone. Ja, darüber komme ich jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gerusht werde. Schade, schneller Snapshot hätte ja gut gehen können. So, hier kommt der T69, will da hochkommen. Natürlich ging der nicht durch. Er schaut auf mich, das ist ärgerlich. Ich hatte gehofft, dass er den
IS nimmt. So, da ist er abgeprallt. Und weg mit ihm. Aktuell eine enge Kiste. Schade. Wenn der getroffen hätte, dann wäre das der Tod für die Su gewesen. Schauen wir nochmal auf den Hügel hier hoch. Ich muss auch jetzt gestehen, und das kann ich auch wirklich sagen, das ist mein allererstes Gefecht mit diesem Panzer. Und man sieht, ich komme gut zurecht. Also ich würde auch mal so weit gehen und sagen, jeder, der... Ach du Schande. Jeder, der mit dem FCM gut zurechtkommt, der kommt auch mit dem gut zurecht. Das ist so jetzt mal meine gewagte These. Ich decke jetzt mal hier die Seite ab. Dass da zumindest die Gegner nicht aufploppen und hier meinen Leuten in den Rücken fallen. So wie der M6 jetzt hier. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kerl wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Eine unserer Ketten ist zerstört. Der Bulldog gibt's mir hier gut. Deswegen ziehen wir uns jetzt mal grundsätzlich. Los geht's. Schade, ein Low Roll. So, den auch noch weggesnackt. Panther ist auch tot, das ist gut. So, da die Isu. Isu ist unschön. Aber jetzt erledigt. So, gekettet. Den halten wir auch so. Das war so gewollt. Einziger, auf den ich jetzt gar keinen Bock mehr habe, ist der Bulldog. Der ist da auch schon zu sehen. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, ich bin ein One-Shot jetzt gerade für den Bulldog. Hab mir gerade meinen Krieger geholt und 4000 Schaden gemacht. Ja, alter Schwede. Fürs erste Spiel, glaube ich, kann man sagen, nicht schlecht. 14-12, zwischenzeitlich war es auch mal negativ gestanden. Jetzt ist eigentlich mein Ziel eher zu überleben. Ich hoffe mal, dass meine Leute hier das so ein bisschen... jetzt reißen. Ich halte mich, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen defensiv. Sehr schön, Super Pershing hat's gemacht. Eine 4000er Schadenrunde mit 6 Kills und dem Krieger. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, was da jetzt rauskommt.
Ob es schon das Panzer Asterix in der ersten Runde ist, ich drücke mir selbst die Daumen, um ehrlich zu sein. Aber es war ein Tier-6-Gefecht, das darf man auch nicht vergessen. Doch, da ist es! Da ist es! Abschluss der Mission, auch schön. Panzerass gab's. Es gab Wirkungsfeuer, bla bla bla, Duelland, Hand Gottes und den Schläger sowie Großkaliber und den Krieger. 1627 XP, glaube ich, kann man lassen. Und ansonsten einfach unterm Strich gab es raus 116.000. Also auch das ist wirklich, glaube ich, ordentlich. 1600 Schaden ermöglicht. Also ich muss sagen, für die erste Runde habe ich, glaube ich, alles gegeben. Ihr könnt euch da ein gutes Bild von dem Ganzen machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und gerade jetzt dürft ihr mir meinen Daumen da lassen. Ich glaube, den habe ich mir redlich verdient. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer Alcaramba.